Gnade über Neukölln von Felix Kraken. Wir fallen durch die Wolken, die Flügel, die wir tragen, sind nur Gestrüpp, geäst. Die Flügel, sie verbrennen in den Wolken. Wir sind abgerupfte, die Wolken weggezogen, fallen, schlagen auf den Kopfstein, der Kopf gespalten. Da liegen wir dann, da liegen wir dann und warten. Fick die Henne. Ich sag's auch laut. Das kann doch nicht wahr sein. Da geht mir das Klappmesser in der Hose auf. Latschte hier in den Laden. Die Teller Gottes e.V. Göttliches Einkaufen für jeden, der bedürftig ist. Nachweis der Bedürftigkeit erwünscht. Ich hatte den gleich auf dem Radar. Rasters bis zum Arsch. Augen, als hätte er den Kirchturm geraucht. Ja, hinterher ist man immer... Eine Stunde steht er nur rum. Gafft, ohne was zu kaufen. Wird's bald? Ich bin kein Kindermädchen. Ladenschluss in 5 Minuten. Hab's ja gleich. Dann kommt er endlich in den Quark. Was kostet das? Ich bin Sicherheitsdienst. Kein Sales Advisor. Müssen Sie aber schon wissen. Werd nicht frech. 3,50 für Euro. Nee, dann nicht. Da ging's rund. Holla, die Waldfee. Ich mache einfach meinen Job. Ich mache den seit gut, lass es 22, 23 Jahre sein. Stand schon überall. Diskotheken, vom Puff, bei Hochzeiten, Betriebsfeiern, Preisverleihungen, Märchenstunden, Weihnachtsmarkt, Kirmes, Schulfeiern, bei Lesungen, Konzerten, bei Wahlkampfveranstaltungen, bei Demonstrationen, Sit-ins, Teach-ins, Love-ins, Fuck-ins, bei McDrive, privaten Anlässen. Überall habe ich für die gute und stabile Sicherheit gesorgt, denn die geht schließlich vor. Und jetzt eben hier im Sozialkaufhaus, die Teller Gottes, seit, lass es 34, 35 Jahre sein, trage ich diese Plakette am Revers von Piepenbrock Sicherheitsdienste, Sicherheitsbeamter. Ich hüte die, als wäre es mein Fleisch, mein Blut. Meine Frau habe ich damals kennengelernt, die Irma, da trage ich diese Plakette am Revers. Hatte in diesen Tagen Schichtdienst im Schnäppchenzentrum Neukölln, gar nicht weit von hier. Drehe so meine Runde, da kommt dann die Irma. Und auch schon damals habe ich mit ihm hier zusammengearbeitet. Ja, genau. Und das ist aber ja gar nicht das Entscheidende, was damals mit der Irma war. Jedenfalls habe ich sie mit dieser Plakette am Revers kennengelernt. Das zeigt, wie lange ich das hier schon mache. Lass es 44, 45 Jahre sein. Aber so eine Situation. Nee, also die. Was kostet das? 3,50, 4 Euro. Nee, dann nicht. Er stellt das Buch zurück ins Regal. Mit der rechten Hand. Die linke Hand geht zur Klingelbox. Da ist das Geld drin, was die armen Schweine für die Schweine spenden, die noch ärmer sind. Damit die sich was finanzieren können oder was aufbauen können. Keine Existenz, klar. Aber zum Beispiel ein Kinderhospiz auf Palma de Mallorca oder letztens für ein Henny hier aus dem Kiez. Den hat's ja schlimm erwischt. Erst mit der Wohnung, alles weg. Und dann hat die Suse natürlich mal nachgehakt wegen der Babsi. Ja? Der greift also alles, was er kriegen kann und dann raus. Dabei sind die Spielregeln hier klar. Gerade bei den Tellern Gottes. Also man muss es jetzt ja nicht auf die Palme. Also ein bisschen Fingerspitzengefühl. Fick die Henne, denke ich. Ich sag's auch laut. Im Interesse unserer ehrlichen Kunden zeigen wir jeden Ladendieb an, erteilen wir jedem Ladendieb Hausverbot, wird jeder Ladendieb seiner gerechten Strafe zugeführt. Er aus dem Laden, ich vom Karacho hinterher. Man nennt ihn auch. Karacho Carsten, Tempo Torben, Vollgas Volker, Läufer Ludwig, Düser Daniel, Geschwindigkeitsgünther. Ich lad schon mal durch. Ich baller dir die Kniescheiben raus, versprochen. Wie fertig muss man eigentlich sein im Sozialkaufhaus? Ich werde schießen. Die Hand schon am Abzug, da passiert's. Für einen Moment ist es ganz still in Neukölln. Die Wolken sind ein Kreis. Der Kreis wird ein Meer, die Fische treiben ihre Spiele hinter ihren Lidern. Abgrund. Schön. Das Meer öffnet sich und ein Lichtstrahl
Treibt in die Karl-Marx-Allee. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Mitten auf der Straße. Schau die Vögel an. Der Lichtstrahl manifestiert sich als Einhorn. Ein prächtiges Einhorn. Herrschaftlich. Im Trab. Ich streichle den Nacken. Die feuchte Nase. Ich sattle auf und reite. Das Einhorn spricht. Ohne sich zu überfressen, ohne Sünde zu sein. Es galoppiert los, das sanfte Tier, wirft den Sünder ab, der landet auf den Füßen wie eine Eins. Das Pferd kommt zurück und das Horn volle Kanne durch die Brust. Der Typ voll im Arsch, das Pferd noch mit dem Horn da in ihm rum. Will man gar nicht hinsehen. Fickt die Henne. Nimmt ihn auf den Rücken, Lichtstrahl, Wolken, ab dafür. Nimmt der Gaul unseren Dieb, zack, ab in den Orbit. Und Gott spricht, so hat der Sünder Buße getan. Ich bin Gott der Vergebung, langsam im Zorn, schnell in der Gnade. Nun werde es heller Tag über Neukölln. Und es ward heller Tag über Neukölln. Machst du nicht? Nee. Glück gehabt auch. Das hätte böse ins Auge. Man soll sich's nicht verscherzen, sage ich immer. Na, recht hast du. Sicherheit geht vor. Ich sag noch, rast das bis zum Arsch. Die Straßen Neuköllns, Blumen bewachsen, Kinderspiele, Blütenzauber. Die Mütter stürmen herbei, werfen die Kinder die Liebe entgegen. Primeln, Tulpengras, nagende Kinder, niesende Kinder, tote Kinder, aus Schädelspalten bluten sie, auf dem Pflaster liegen sie, gestürzt, gefallen, in dieser Welt, welch eine Lust, dies Bild zu sehen, schade, dass sie sich nicht rühren, ein Kunststück hätte man gern gesehen. Konservierte Welten von Azar Mortazavi. Besteck von Iron Air. Ich stecke Löffel, Gabel, Messer ein. Wir entfernen uns immer weiter. Das Taschenparadies. Taschen aus Plastik, billige Taschen, keine Tasche teurer als 15 Euro. 8-Stunden-Schichten, dreimal die Woche. Von der frischen Luft kann ich hier unten nur träumen. Mein Paradies, unter der Erde, Einkaufszentrum, keine Fenster. Den Himmel kriegst du nur unter der Glaskuppel im Erdgeschoss. Kopf in den Nacken legen und Sterne schauen. Lichterketten, Sternenhimmel, den habe ich meinen Eltern geschenkt. Meine große laute Familie, sie bringt mich zum Flughafen,
wir lassen sie hinter der Glasscheibe zurück. Meine große, laute Familie hinter Glas. Hab meine Kindheit in diesem Kaufpalast verbracht. Eis im Eiscafé in der stickigen Luft. Im Sommer wie im Winter, das Highlight der Woche. Burger King hat mich, als ich 5 wurde, zur Prinzessin gekrönt. Prolls Sonnenstudio gepräunt, ihre Muskeln in grauen Jogginganzügen verstaut. Toll hier, alles da. Kannst dir die Haare kletten lassen, kannst einen verbrauchten Typen sehen, der knipst ein blondes Model. Kannst auf dem Massagestuhl sitzen, 2 Euro rein und entspannen. Deutschland, ein rückenfreundliches Land, sagen meine Eltern. Ich drehe mich um. Ich presse meine Hand gegen die Scheibe. Ich beiße mir auf die Lippen. Arme zieht mich zu sich heran. Das Flugzeug wartet nicht. Ich mag keine Taschen. Und jeden Tag diese Frauen, oh mein Gott, gehen in die Knie vor den Taschen. Sind doch nur Plastiktaschen, Schätzchen. Die stinken und ich stinke auch. Plastikgeruch an meinen Händen, meinen Haaren, meinen Kleidern. Ich will mich verbessern. Deshalb Jura. Meine Eltern sind stolz. Meine Eltern sind jeden Tag hier. Jeden Tag. Hocken vor meiner Nase auf einer der Bänke, starren ich in meinem plastikstinkenden Käfig. Die letzten Wochen waren sie weg. Welche Erleichterung. Seit gestern sind sie zurück, haben die Koffer ausgepackt. Limetten, getrocknete Feigen, Granatäpfel, Safran und Kurkuma, Berberitzen, Pistazien. Und jetzt? Da sitzen sie wieder. Wir waren viel zu lang nicht hier. Diese verlorenen Jahre gibt dir keiner zurück. Der Flug war doch okay. Ich wünschte, er hätte ewig gedauert. Das Essen war gut. Gut, dass Azadeh uns abgeholt hat. Die schweren Taschen. Das ganze Zeug hättest du doch auch in Deutschland kaufen können. Das ist doch nicht dasselbe. Wir haben uns fast zu Tode geschleppt. Ich hätte mir so gewünscht, dass sie mitkommt. Ihre Uni, ihr Job. Alle haben nach ihr gefragt. Jetzt lass doch. Das nächste Mal. Ich bin froh, dass sie nicht mehr um 5 Uhr zum Morgengebet aufstehen muss. War schön, zusammen zu beten. Auch gut, wieder hier zu sein. Was meinst du, wie viele aus dem Iran raus wollen? Es war doch klar, nur ein kurzer Ausflug, 4 Wochen, das war klar. Ich winke meiner Tochter zu. Gleich soll sie nach Hause kommen. Ich fange schon mal mit dem Kochen an. Mein Vater steht auf und geht. Uschi und Bolle von Uta Bierbau.
Überraschung, sag ich. Endlich, sagst du. Na, wartest schon lange? Ja, geht so 10 Minuten. Tut mir leid. Ja, egal. Können wir noch kurz da rein? Bolle. Komm, geht ganz schnell. Schnäppchenparadies. Uschi, sieh hier. Nee, ich will nicht. Uschi, jetzt guck mal, Mann. Nee. Uschi, gleich dampft dir der Kessel. Jetzt lass mal kurz. Uschi, ich... Uschi will nicht. Uschi denkt an den kleinen weißen Porzellanschäferhund. Weiß geschwungen, Porzellanbeinchen und eine heraushängende Zunge. Hat sie eben im Fenster des Schnäppchenmarkts gesehen. Das ist ja kein Schnäppchenmarkt, das ist Karstadt. Steht auf der Tüte. Hält er hoch die Tüte. Ist eine grüne Trainingsjacke drin. Hat er gestern schon im Fenster gesehen, musste schnell rein in den Schnäppchen-Karstadt und die kaufen. Steht wirklich drauf auf der Tüte. Karstadt. Und jetzt guckt Uschi doch. Ja, komisch, ist echt Karstadt. Hätten doch diese Decke kaufen sollen. Das ist Mikrofaser, das ist scheiße. Quatsch, das ist nicht scheiße, das ist reduziert. 12,99 jetzt. Das ist Plastikbolle. Uschi! Softstyle stand auf dem Etikett. Das ist nicht Plastik. Uschi wäre lieber in den Buchladen gegangen, macht sie manchmal wegen der Ruhe. Eine Buchhandlung ist eine Insel. Aber du liest doch ja nicht. Ist doch egal! Lautfetzen im Ohr, im Gedrängel der Straße, Stimmen und Menschen, stehend am Eingang hinunter zur Bahn bis nach Britz Süd. Uschi, riech mal. Da wird mir schlecht von. Mann, Uschi. Lautfetzen kommen aus Menschen raus, die recken Hals und Nase in die Luft. Es brennt. Ein Haus. Richardstraße. Wenn du dich auf ein Organ verlässt, dann veröden die anderen Organe. Wenn ich horche, horchen auch die Augenbolle. Die gucken dann nach innen zum Ohr. Hoffentlich ist da nichts passiert bei dem Brand. Ist mir doch egal. In der Zeitung wird morgen stehen, dass eine Frau umgekommen ist beim Brand. Dann wird Bolle über seinem Café sitzen und denken, dass das Pech ist, vielleicht oder Schicksal. Doch Uschi riecht nicht, sie horcht bloß nach innen, packt einen Zettel aus. U7 bis Britz Süd, Fußweg über Kolibri und Kormoran, Weg 8, Gehminuten entfernt. Hat sie aus dem Internet abgeschrieben. Zu Hause. 8 Minuten. Hätte sie sich jetzt länger gewünscht. Sollen wir noch kurz auf die Raucherinsel, bevor wir da rennen? Ja, okay. Ja, du magst da Inseln. Ja, aber keine Raucherinseln. Uschi zündet sich eine Zigarette an, beobachtet eine Frau. Die hat eine Stange in der Hand. Da hängen 2 Beutel dran. Da drin ist Blut. Und? Wie geht's? Gut. Muss auftanken wegen diesem Gendefekt. Da platzte mal alles in mir auf und blutet raus. Muss dann wieder rein, das Blut. Ach so. Aber sie sehen blass aus, ihre Haare hängen herunter, sehen irgendwie traurig aus. Ja, sind traurig. Mann, Uschi. Sind sie krank? Nee, wir sind nicht krank, uns geht's gut. Bolle, ja. Können wir dann nachher den Porzellanschäferhund kaufen? Der kann auf die Fensterbank, da kann er rausgucken. Wart mal, sag ich. Wieso eigentlich nicht? Ach, Uschi. Wieso, Bolle? Uschi, weil's nicht geht. Bei anderen geht's auch. Warum nicht bei uns? Wir haben das so oft besprochen. Laufen da so lang übers Linol, rutschen die Schuhe, Blut, Chemie, Medikamente und wollen gar nicht mehr die Füße. Lieber
Schweben in der Luft, lieber rückwärts laufen, lieber nicht mehr geradeaus, der Schwester hinterher, lieber laufen, rückwärts laufen, zurücklaufen, vorbei an der Raucherinsel und an der Frau, die immer blutet. Adieu. Und die Einfahrt herunter, 8 Minuten Fußweg rückwärts, Treppe runter zur Bahnstation im vollen Abteil bis Karl-Marx-Straße stehen und dort aussteigen, hoch die Treppen rennen und dann zusammen die Nase in die Luft recken, die ist heiß und verbrannt. Und wenn ich horche, dann horchen auch die Augenbolle, die gucken dann nach innen zum Ohr. Hoffentlich ist nichts passiert. Ja, ich wäre gern drin gewesen in dem Haus. Und dann bis vors Schaufenster und den weißen Porzellanschäferhund angucken. Und da stehen und sich überlegen, warum er den jetzt kaufen sollte. Ja, weil er auf die Fensterbank kann und rausgucken. Ach, Uschi, nicht lieber die Decke? Damit könnten wir dann ja Brände löschen. Ich denke, die ist aus Plastik. Stimmt, das ist nicht so gut. Und dann da stehen, Hand in Hand, und nicht hier, hinter der Krankenschwester, sondern verbrannte Luft in die Nase ziehen. Heiß einatmen, die Luft. Die wir jetzt ein Versprechen. Wenn irgendwo was stirbt, wird woanders was geboren. Seele haut ab, Seele geht rein. Mann, Uschi. Und nicht hier sein, sitzen im Wartezimmer, Staub im Licht. Und sie erinnert sich nicht mehr an Bolle, an den Kuss, an Häuser, die brennen. Sie erinnert sich an etwas Kleines in ihr. Und sie denkt ganz fest... An den Porzellanhund. Den kaufen sie gleich, wenn sie hier fertig sind, mit dem Kleinen in ihr. Raus mit dem Fetzen. Lieber der Hund. Ihr Bauch ist kein Zimmer. Lieber der Hund. Braucht nun die Fensterbank, hat Pfötchen aus Porzellan, kann rausgucken, rausgucken. Raus und weg hier und weitermachen. Einfach so. Bochum von Nadine Kaufmann. Krankenhaus. Sie, er, das Kind. 21 Uhr. Sie sitzen da und schweigen, die Lüftung brummt. Und diese Betten mit der Knisterfolie, die liegt ganz ruhig da. Und die Schwester geht vorbei, dann knistert's und die Folie wird groß wie ein Ballon. Und die Schwester ist schon weg und es dauert und ganz langsam legt sich die Folie wieder hin. Sie geht einfach weiter, ganz in Ruhe. Mama! Ich habe ein gutes Gefühl, das wird gut. Ich habe was liegen lassen. Wie geht das? Ich hab's halt, hör auf dir Sorgen zu machen. Der Kaffee ist kalt. Ich habe ein gutes Gefühl, dein Bruder wird wieder gesund werden. Keine Worte. Ich gehe mal gucken. Hör bitte auf zu heulen, das macht mir körperliche Schmerzen, Migräne in meinen Därmen. Wir müssen die Anzeige machen, die Sache mit der Polizei klären, Olga anrufen, wir müssen seine Sachen holen, Jacke, Schuh und noch was. Schatz, bitte hör auf zu heulen. Eine Kneipe am Stadtrand, 17.45 Uhr. Notfall. Muss telefonieren. Handy vergessen. Hat keiner ein Handy? Barkeeper nickt zum Klo. Da hängt ein Automat? Nickt. Zum Automat? Hoffentlich geht das Ding noch. Geht das Ding noch? Notfall. Muss telefonieren. Ding geht nicht mehr. Ding geht nicht. Hey, Ding geht nicht. Barkeeper nickt. Nickt. In den Schlitz? Ja. In Schlitz rein. Geht nicht. Hey, du, geht nicht. Barkeeper nickt. Der ist mit D-Mark. Du musst wechseln. Gleich passiert's, gleich kracht's hier. 1 Euro für 1 Mark? Okay, geht ewig, keiner ran, dann endlich. Da ist ein Kind, allein in der Stadt, in der Hand, Nintendo 3DS. Schwarz, glänzend, Geburtstagsgeruch, 21.15 Uhr. Ding, 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 Power, kick, 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 Tanuki, Mario, die Prinzessin ist weg, alle sind weg, das Polizeilicht ist blau, nichts, blau, nichts, dann wieder blau, ein Krankenauto, ah, nicht gaffen, sagt Mama, nur nicht gaffen, das ist unhöflich und nicht mit Fremden sprechen, piu, piu, wenn man ein Superblatt aufhebt, dann muss man auf A drücken, dann wird Mario ein Eichhörnchen, mit dem Schwanz die Feinde kaputt machen und fliegen auch, oh, Ampel, stehen bleiben, man muss gut aufpassen, Superblatt, Pause. Jakobi in der Kneipe am Telefon. 17.50 Uhr. Tick-Tack. Verstehst du? Tick-Tack. Und dann ist es vorbei und du denkst dir, Frau, Kinder, Job, schickes Auto. Aber hallo, schickes Auto.
Würde ich gern mal sehen, sagt sie, und ich hab leider kein Foto. Ich muss jetzt los. Und sie fängt an, schlau zu schwafeln von der Zeit und sagt, wir haben Zeit, wir haben alle Zeit der Welt. 7 Milliarden Menschen und es werden ja auch immer mehr. Und stell dir vor, all diese Menschen leben jetzt diese eine Minute. Na, das sind 7 und noch mehr Milliarden Minuten. Und ich so, hä, wieso piept's? Achso, noch eine Mark. Kann ich noch eine D-Mark haben? Nein, ich bin nicht in Bochum. Im Krankenhaus weiße Mäntel huschen vorbei. 21.50 Uhr. Entschuldigung? Entschuldigung, wie geht es meinem Bruder? Sind Sie echt? Hallo? Können Sie reden? Man weiß ja einfach nie. Kann man ja nie vorher, wissen Sie? Was machst du da? Ich glaube, die sind nicht echt, du. Ja? Ich glaube, das ist ja alles Fake. Was? Das Knisterbett und die Pflanzen, die Kittel, alles Plastik. Quatsch. Kommt ja keiner, sagt ja keiner was. Die Polizei muss den Kerl schon erwischt haben, wir haben alle Informationen aufgegeben. Olga angerufen, die Sachen geklärt, die ganzen Formulare, aber irgendwas haben wir vergessen. Dass das hier auch so totenstill ist. Irgendwas war noch. Haben wir was liegen gelassen? Jacobi mit D-Mark-Stücken klimpernd, 17.55 Uhr. Ich hab einfach schon lang nicht mehr gesprochen mit dir. Entschuldige. Ich bin's nicht mehr gewohnt, so viel am Stück. Ich bin weg. Ins Auto rein und weg. Ich brauch nicht noch mehr Zeit. Was soll ich mit 7 Milliarden? Brauch nur noch 5 Minuten. Ich muss dir sagen, und das hat nichts mit dir, hat nichts mit den Kindern zu tun. Ich komm nicht mehr wieder, kümmer dich um die Käus, immer zur selben Zeit füttern, ich fahr nicht nach Bochum. Sie, er, der Bruder, das Kind, Straße, Realtime, am Nachmittag, 17 Uhr. Hey, setz dir. Achtung, da kommt was. Hätte echt nicht sein müssen, viel zu teuer, soll lieber mehr Fußball spielen gehen. Schau auf die Straße. Was machen wir jetzt? Essen gehen. Achtung, Vorsicht, jetzt gleich. Hauptsache, sie fällt ihm. Piu, piu. Hey, lass sie mir nachher auch mal... Gleich krass. Ja, mal sehen. Guck bitte, wo du hinläufst. Sag du auch mal was. McDonald's ist da drüben. Wow, super cool. Guck mal, Onkel. Guck mal hier. Powerpills jetzt. Guck doch mal hier. Bam, bam, guck doch. Wo müssen wir denn jetzt lang über die Straße? Von der anderen Seite des Nintendo kommt was Großes. 3, 2, 1 und der Wagen. Es ist ein frisch gewaschener Kombi übrigens. Nachtblau, ein duftblauer Tanne. Er kommt immer näher, schneller. Ein Menschenhaufen ist ihnen im Weg. Ein Vater, eine Mutter, ein Kind und ein Onkel. Der schaut auf den Riesenpilz auf dem Nintendo und dann Reifen quietschen, es knackt, es fliegt was durch die Luft und noch ein bisschen weiter, es fällt auf den Boden. Man kann ganz genau zugucken. In Zeitlupe. Zuerst wollte ich ja doch wieder umkehren, aber jetzt habe ich jemanden totgefahren und das ist wirklich, wirklich schlecht. Und was wollte ich noch? Warte. Ich habe kein Markstück mehr. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr zurück. Ein Kind läuft alleine durch die Stadt, witternd wie ein kleines Tier. Das Glitzerding in der Tasche, der Akku ist leer, 22 Uhr. Katastrophenteam Neukölln von Tabea Fenrad. Das Licht blendet, leuchtet die Ärzte aus wie Engel. Sie eilen. Das Leben macht süchtig, sagen sie. Und am Ende des Ganges ist es Nacht.
als draußen der erste Schnee fällt. Und bereit sind auch die Sanitäter. Weiter, weiter. Stopp! Muss das sein? Telefon klingelt. Dann geh auch ran. Ich dachte, du. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Rettungsdienst? Wie kann ich helfen? Ah? Mhm. Ah, wie weiter? Name und Adresse? Notiert, ja, wir sind gleich da. Ich bin am Verhungern, brauch noch eine Schnitte. Machst du Witze? Will nur wissen, ob wir Brote tauschen. Kannst du meins mit Kochschinken haben und ich krieg dafür deins mit Käse? Tippe bei der Frau am Telefon auf Schlaganfall, da zählt jede... Stopp! Aber... Klassischer Anfängerfehler. Die meisten Leute, sie rufen uns an, sie sind einsam, sie sind alt. Die wollen reden. Sie steigern sich schnell in was rein, wo nichts ist, überhaupt nichts. Also... Was ist jetzt mit den Broten? Kannst beide haben, hab keinen Hunger. Lecker. Kannst dich ja schon in den Wagen setzen. Hast du überhaupt einen Führerschein? Mann, ich bin 21. Na dann, los, du fährst, Schlüssel steckt. Sag mal, heulst du? Arsch, gleich alleine weiterfahren. Oh. Ey, guck mal, das ist ein Fuchs. Der holt so Essen aus dem Mülltonnen. Hast du jetzt nicht gesehen, oder? Da drüben bei dem Mülltonnen. Ich konzentriere mich aufs Fahren. Ja, dann drück aber auch ordentlich aufs Gas und überhol mal die Atze da vorne. Boah, das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Schauroter Fiesta und braungebrannte Techno-Fresse. Mensch, Micha. Ja, da war doch was, halt mal an. Die Adresse ist falsch. Ja, wer hat gesagt, wir wären schon da? Ich meine, das Geräusch hinten im Wagen. Was? So. Scheiße. Ja, runter von der Liege, Mann. Wie eiskalt ist dies Händchen. Gönnte mir, dass ich's euch wärme. Was nutzt das Suchen? Zum Finden ist zu dunkel. Was willst du? Micha! Ratten in meinem Haar, Dreck in den Augen. Entschuldige. Die Schlafplätze schon ausgelegt. Hallo, lass es. Wo andere schon erfroren waren. Ich lag auf Hallo. Einem Lüftungsschacht, bevor mich ein anderer vertrieb. Streunte durch die Stadt. Am Krankenhaus witterte ich einen wärmenden Ort. Im Glanz der Lichter stand dieser Wagen offen da. Ich legte mich auf die Bahre und schlief. Noch nie hab ich so gut geschlafen, Freunde. Was brabbelst du da? Jan, war der Wagen vorhin offen? Ich dachte, das wäre Standard. Olivia, oh. Olivia, Monelli, hallo. Was ist da denn los, Micha? Ich hab's im Griff. Was hast du gesoffen, Opa? La donna mobile, qual più mal vento. Jetzt, Micha! Fahr einfach weiter. Ach, scheiße. Da vorne lässt sich's auch gut allein Auto fahren. Und für dich spielen wir jetzt ein bisschen Taxi. In diesen heiligen Hallen. Sag mal, an die Rache nicht. Hast du dich bepinkelt? Und ist ein Mensch Jan, gefallen? Geht's auch ein bisschen schneller. Schnell! Geh noch ein bei dem Stang. Recht so. Ey, ich bin Sanitäter und kein Babysitter. Nicht mit deiner Pisse gegen mein Schienbein, verdammt. Und jetzt Schluss mit dem Getreller. Alle aussteigen.
Mann, lass den Bekloppten nur laufen. Aber nächstes Mal gibt die Polizei mit dazu. Und jetzt Abgang, hopp, hopp. Ach, wie will ich triumphieren, wenn sie euch zum Richter führen. Und die Hälse schnüren zu, und die Hälse schnüren zu. Wo Freundschaft versagt, habe ich nichts zu suchen. Müffelst wie eine Straßenecke. Ja, lass gut sein. Dritter Stock, Tür ist offen. Na. Hallo, was machen Sie denn da? Du bist ja ein Süßer, aber leider nicht der Richtige. Soll ich wieder hin? Michael, ich glaube, wir sind hier falsch. Hä? Na, dann war das bestimmt Ihre Nachbarin. Entschuldigung, wegen der Störung. Nee, ist schon korrekt so. So, wo ist denn der Schlaganfall? Anne, was soll das? Auf dich habe ich gewartet, auf meinen Helden der Nacht. Baby, ich bin im Dienst. Ich weiß. Jetzt bin ich dein Notfall. Kiezkauz-Kantate von Alexander Capistran. Und dann bin ich auf den Balkon gegangen und hab dem Kalkowski den Pfirsichkern einfach auf den Kopf gespuckt. Den ganzen Tag Hansi Hinterseher. Wenn der wenigstens Manfred guckt, Thema Fahrräder im Hausflur. Der Kalkowski macht sich da breit, hast du nicht gesehen? Und ich komm mit meinem Diamant nicht mehr durch. Wer ist hier der Hausälteste? Ja, aber der kriegt schon sein Fett weg. Einmal im Monat bekommt der Post von mir. Ein Päckchen mit einem Camembert drin. Manchmal gibt's auch ein Probehäppchen in den Briefkasten. Wenn ich mal ausziehe, kriegt der ein ganzes Fondue auf den Kopf gegossen. Aber ich ziehe hier eh nicht aus. Er zieht Neukölln aus, eh ich aus Neukölln. Ich bin hier so was wie der Findling aus der Eiszeit, der Kiez-Grundstein. Wo ist denn eigentlich Volker? Der nennt mich immer unbewegter Beweger. Alles kullert hier ohne Punkt und Komma seit Jahren durch die Gegend. Leute kommen und gehen, Schwule, Russen, wisst ihr ja. Wer ist hier der Kiez-Älteste? Habt ihr den fetten Opa von eben gesehen? So werdet ihr alle auch mal aussehen, ihr Missgeburten. Hey Hakan, guck mal, da ist das Fahrrad vom fetten Opa. Quasimodo Quadrat, Alter, lass das mitnehmen. Das ist ein Scheißfahrrad, damit will doch niemand fahren. Mach's einfach nur kaputt, Mann. Zu viele Nazis hier. Mamelucken-Nazis, Kümmeltürken-Nazis. Mord ist Mord, das ist alles das Gleiche. Ich darf sowas sagen. Ich bin kein Deutscher, sondern Ossi. Siehst du ja mal ein kleiner Erdesser. Erdesser, sagt er immer. Ist aber lieb gemeint. Weil ich 1963 mal ein Armbrot aus märkischem Sandgebäck zu mir genommen habe. Also im übertragenen Sinne natürlich. Da bin ich mit meiner Mutter und der ganzen Mischpoke durch einen kartongroßen Erdtunnel von Glienicke nach Hermsdorf gekraucht. Ab Berlin-Ost an Berlin-West. Ja? 50 mal 70 Zentimeter. Hans, nicht schon wieder. 50 mal 70! Und wenn du da nicht verrecken wolltest, musstest du nach Luft jaspern. Mann, ey, sag ich dir, dass das dem Vordermann die Socken auszieht. Und wenn mir jetzt irgendwelche Apotheker Heilerde andrehen wollen, dann bin ich schon im Voraus. Bin ich im Voraus schon bedient. Verstehst du? Ja, verstehe. Meine Mutter und meine 7 älteren Geschwister. Alle frisch gebackene Republikflüchtlinge. Haben dann auf der Karl-Marx-Straße ein Reisebüro für Ostreisen aufgemacht. Ja, und dir war das zu blöd. Ja, ich habe meine Brötchen verdient. Als Geld- und Tellerwäscher. Als Kiezglöckner. Glasbläser. Schusterjunge. Männer, jetzt kommt mal zum Punkt! Ja, der Rest von deinem Leben ist ja eh unwichtig. Nur eine Sache wollte ich dir schon mal sagen. Du bist ein Ossi geblieben.
willst du noch nicht eingestehen. Als du durch den Tunnel im Westen gekrochen bist, da ist dein Herz aber auf der Ostseite stecken geblieben. Selbst in Schnöseln aus dem 5. Stock bringst du noch die Zeitungen hoch. Nett. Du schimpfst auf Dr. Oetker und aus jeder runtergefallenen Nudel kochst du noch im Menü, du armer Ritter. Er kann es nicht mehr hören, Volker. Dein Wahlkreuz setzt du so weit links, dass es nicht mehr auf dem Blatt, sondern auf dem Tisch steht. Du hättest am liebsten Brezhnev und Honecker die Zunge noch in den Hals geschoben. Du bist der Wolf im Westpelz, Bananen fressen und den Sozi raushängen lassen. Das sind mir die richtigen. Genosse, du singst immer... Volker, hör die Signale. Du bist hier der eigentliche Sozi. Mensch, du Schnappatmer, spiel doch hier keine Opern. Die Margot-Wix-Vorlage verschwindet jetzt vom Tisch. Lass dir das mal auf deiner roten Zunge zergehen. Ach, komm, trinken ein. Ich hab hier. Wie immer. So. Die Pop in Kopf. Ja. Sonst so? Ja, die Kapitalistenschweine von Immo Gold. Schweine. Wollen mich rausekeln. Dich, den eingeborenen Sohn Neuköllns. Du bist ja wohl unkündbar. Das werden sie niemals schaffen. 48 Jahre Mietvertrag. In uns findet jede Abrissbirne ihren Meister. Du bist der Hinkelstein in der Brandung, du bist der dicke Dolm, die Perle in der Muschel, die Brennnesselwucherung, der hohe Priester vom 4. Stock. Du bist der unkündbare Hipsterstrudel, du bist der Soßenfond im Stadtgratin. Jedes deiner 150 Kilo wiegt eine Tonne, dich kriegt ja niemand weg. Ey, Dicker, bist du nicht Heinz Fruschkowski? Ey, der Typ mit dem neuen Buch da. Ey, Urban Buddha, mach mal ein bisschen Yoga. Wie geht's denn eigentlich, Beate? Na, komm, Volker, wir spielen unser Spiel. Ja. Guten Tag, junge Frau. Hallo. Ich würde ganz gern Blumen kaufen. Ja, klar. Für welchen Anlass sollen die denn sein? Hätten Sie eine Lieblingsfarbe als Strauß oder einzeln? Na, es geht um eine junge Dame, der ich damit, sagen wir mal, ein dezentes Zeichen geben will. Mhm. Rote Rosen vielleicht? Na, da wäre ich vorsichtig. Sie sollten vielleicht ruhig etwas Ausgefalleneres bringen. Naja, wenn Sie jetzt aussehen könnten, was würden Sie an meiner Stelle nehmen? Oh. Ich zum Beispiel habe mich immer sehr über weiße Orchideen gefreut. Weiße? Ich hätte gern 10. Ja, wie Sie wünschen. Sie gibt mir die Dinger und ich tue sie schwupps in ihre Handtasche. Direkt. Beates Blick werde ich nie vergessen. Ja, Beate. Ich hab dich mit Charme bestochen, Rosenkavalier. Seitdem halte ich dir die Treue, steh für dich Spalier. Auch im Alter kann man lieben, das beweist du mir. Du baust nen Schneemann, wenn du wegfährst, und schmückst ihn ganz nach dir. Das gibt's nicht oft in den anderen heiligen Ehen. Komm schon und lass uns für immer Däumchen drehen. Oh, auch wenn Krähenfüßchen kommen und der Teint verblasst, wir lieben uns im endlos kreisenden Ringbahnkarussell. Und das Gemeinschaftsgrab ist schon gekauft, die Nacht bleibt immer hell. Oh. Ja. Oh. Sonst, gestern Abend hast du wieder ins Krankenhaus gebracht, ja? Ja, irgendwann treffen wir uns da alle wieder. Hat aber schön geduftet draußen. Ja, bin schon ziemlich alleine. Wie so ein gerupfter Uhu. Naja. Nacht ist Nacht. Mensch, Hans, sei stark! Bist doch dein eigenes Denkmal. Na ja, schauen wir mal. Ist schon nicht so leicht alles. Lass uns. Komm. Ja. Los. Ja, los. Aus einem Glas? Zwei. Machen wir ein bisschen voller als sonst. Von der Mitte zu dir.
Neulich rennt mich so ein Rotzlöffel fast um. Über einen Haufen. Hat er wieder auf so sein Ding geguckt, ne? Ja, hat gedacht, die alte Knacker-App wird mich schon rechtzeitig vorwarnen. Den habe ich mir am Schlafittchen gegriffen. Ich bin unappbar, du Dreikäsehoch. Na, was denn? Was denn Dreikäsehoch? Wenn du jung wärst, wird's auch so rumtingeln. Als ich jung war, hatte die Zeit noch einen Pulsschlag wie kurz vorm Herztod. Ja, so wie du dich aufregst, hast du dich ans Tempo gewöhnt. Unsere Eventzeit ist zum Kotzen. Ja. Ist auch wieder recht. Alles, was ich will, ist den Platanen beim Abblättern zugucken und mit dir hier meinen Schultheiß und meinen Wodka und meinen Herrnideck trinken. Ich kaufe meine Haftcreme im Großmarkt. Unser bäriges Taktgefühl muss uns erstmal einer nachmachen. Wir sind die Entdeckung der Langsamkeit. Nee, Hans. Hans muss das sein. Hans! Ach komm, rück den auf. Komm jetzt, Hans. Nicht jetzt. Ach, Hans. Mono, 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 monotonie. Mono, 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 monotonie. Mein Bäcker, mein Fleischer, mein Hund, mein Balkonkanapee. Nach 60 Jahren, zigtausend Tagen ist jeder Tag fünfblättriger Klee. Mono, 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 monotonie. Beim Wandern ist der Weg immer schon das Ziel. Hoch steigt euer Pegel, ich setz meine Segel. Hol meine Brötchen, hey Bello, gib Pfötchen. Mono, mono, monotonie. Wisst ihr, langweilig sein ist doch manchmal auch schon ziemlich viel. Hans, komm. Wach auf. Wenn ihr glaubt, wir sind erschossen, dann hakt's bei euch total. Haben die Ruhe nur genossen, jetzt bombardieren wir euch verbal. Hedonistisches Gesocks, euren Geschichten fehlt der Saft. Ich bin der Buddha der Brandung, der eingeborene Sohn. Du bist die Perle in der Muschel, der Freund im Stadtgratter. Jetzt hört mal zu, ihr Fleischtomaten, eure Leier kotzt uns an. Ihr seid die Urinsteinkapern im Unterschichtssalat. Ihr seid doch Mental-Eunuchen, Schläger, Juppies, Scientologen. Kommt aus Wolken, Kuckucksheim und wichst in Brillputztücher rein. Eure Seele schales Bier, ihr seid bloß grabbar Philosophen. Euer Kopfspeck ist fatal, weiß ich wie zwei Hirschzyklopen. Die Tür geht auf, ein Geist kommt rein, das kann doch nur ein Kanacke sein. Die Disteln im Müsli, der Kratzbaum vom Kiez. Ihr Stussmagneten und Grölmagnaten, ihr Lackgesichter und Biotrichter. Rotlassen, Bohrköpfe, Rotwürsche, Pilzbefall. Tele, Spargel, Kassenärzte, Magerlichtbärte, Langweilokraten. Bullaugen, Soleier, Bierleichen, Kaffeebüffel. Ihr Seifen-Opernspender. Eingruppe, Fremdgruppe, Zitrusworte, Schwarz-Weiß-Torte, Mehlstaub-Explosion. Lasst uns in Frieden, ihr Makler und Mäkler, ihr Partner und Quäker, Modeschöpfer und Opfer, ihr U-Bahn-Schaumschläger. Ich bin hier der Kiel.